Uns fehlen in der Pflege, im Krankenhaus und in der Altenpflege sehr, sehr viele Fachkräfte. Das ist einfach nachts auch im Nachtdienst eine Pflegefachkraft von 9 bis 12 alleine nachts für 84 Bewohner und dann mit einer Nicht-Pflegefachkraft auch noch zusammen. Dann ab 24 Uhr bis 6 Uhr, das ist zu zweit fast nicht mehr menschenwürdig. Wir können uns diesen Notstand einfach aus menschlichen Gründen nicht erlauben. Natürlich hat jede Pflegekraft, ob Pflegefachkraft oder Pflegehelfer, hat natürlich jeder Pflegende den Anspruch, sich so um die Leute kümmern zu wollen, wie es das, ich sag mal, das pflegerische Gewissen verlangt. Pflegekräfte müssen unter den derzeitigen Bedingungen sehr viel gegen ihr eigenes Gewissen anarbeiten. Wir wollen die Stadtquartiere, die Stadtteile auf die Bedürfnisse älterer Pflegebedürftiger, aber auch Menschen mit Handicaps, also mit Unterstützungsbedarf, umgestalten. Dass eben die Pflege die Aufmerksamkeit erfährt, die sie dringend notwendig hat. Derzeit haben wir Anträge für 2 Sofortprogramme für die Pflege eingebracht, jeweils damit es 25.000 Stellen in der Krankenpflege zusätzlich gibt und 25.000 Stellen in der Altenpflege, die dann eben auch so finanziert sind, dass sie auskömmlich sind und gleichzeitig aber tarifgerechte Finanzierung und Bezahlung auch ermöglichen. Das Problem ist, dass Altenpflege immer noch ziemlich weit unten auf der Anerkennungsliste der Berufe steht. Das muss dringendst geändert werden. Wir sind Tröster, wir sind Helfer, wir unterhalten uns mit den Angehörigen, wir hören uns an, wie die Angehörigen weinen, weil sie Mutter ins Heim geben müssen oder Vater, weil es zu Hause nicht mehr geht. Wir sind eigentlich rund um die Uhr für alle da. Wenn es uns nicht gut geht, muss es aber den Bewohnern gut gehen. Und dann stellen wir uns eigentlich in den Hintergrund und unsere Gefühle und sind für den Bewohner oder seine Angehörigen zuständig. Sofortprogramme müssen auch sofort entschieden werden, sonst wird das nichts mit dem Sofort.